Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Geigenberg in der V2. Und ich habe mal eben den Helfer angemacht, um ihn hoch zum Feld 31 zu schicken. Ja, was auch immer der jetzt hier gerade schon wieder fabriziert hat, ich habe keine Ahnung. So, den werden wir auf jeden Fall jetzt weiter zurückschieben. So. Dann abkuppeln. Und dann holen wir uns den Flug und flügen nochmal, beziehungsweise was heißt nochmal, dann das andere Feld hier, die 55. So. So. Die Hühner. Bisher noch nichts produziert. Kann ich ihn aber auch nicht verübeln bisher. Oh, hier stimmt, hier liegt ja noch ein Baum. Stimmt, da weiß ich ja noch nicht, was ich damit machen soll. War ich bei dem Baum abgeschnitten. Aber eigentlich habe ich... Hey, warte mal. Ich hab doch eigentlich bodenbündig abgeschnitten, oder nicht? Ja, auf jeden Fall liegt jetzt hier noch so ein Baum rum. Ich mal entasten müsste. So. Jetzt mal gucken, wo hier der Anfang ist. So. Wir den entasten können und dann vielleicht eventuell wegfahren. Weil das so einfach besser aussah. So. Gut. Dann haben wir jetzt hier zwei Holzstämme rumliegen. Vielleicht brauchen wir die ja irgendwann mal. Die könnten wir eigentlich zu Hackschnitze machen und dann in unsere Heuproduktion hier reinmachen, oder nicht? Die wird doch über Stroh oder über Hackschnitze. Genau. Ja, dann nehmen wir doch einfach Hackschnitze. Ja, weil wie gesagt, sonst hätte das hier so kacke ausgesehen. Natürlich, ich würde den hier ganz gerne noch wegmachen. Also, bin ich ganz ehrlich, ich würde den hier noch wegmachen, weil der hier reinragt. Das sieht echt blöd aus. Kurzen Prozess mal hier. Kurzen Prozess mit dem Kunden machen. 25,5 Meter Fichte. Ui. Das ist ja okay. Können wir andere Bäume hinpflanzen, auf jeden Fall. So, der Vario ist angekommen. Gut. Freut mich. Dann können wir dem nämlich gleich seine Aufgabe geben und dann. Ja. So, supi. Das heißt, der hat auch hier mal noch ein Stöckchen dazu. Also können wir die drei Sachen zu Hackschnitze machen. Ist doch auch nicht schlecht. Da machen wir hier aber noch ein Holz hin und dann, ja. Ich denke, dann wird das ganz, ganz, ganz gut. So. Wenn wir jetzt den hier erstmal losschicken, würde ich sagen. Feldarbeit, Job erstellen. Oh ja, das ist natürlich schön. Das ist schön. Nee, wirklich. So, ein Vorgewende, Kurs generieren. Und Start am ersten Wegpunkt. So, dann springen wir jetzt zum John Deere, zum anderen Fendt. Hier ist da. Können wir dem jetzt auch seine Aufgabe geben? Ja, hier ist die schöne Biogasanlage. Ich muss sagen, ich fahre jetzt da mal drüber. Die muss ich mir nochmal angucken. Wobei. Wo bin ich denn da oben hin? Achso, hier unten. Also im Endeffekt, die Biogasanlage. Wenn es halt nochmal angucken hier. Und fährt hier, fährt man wahrscheinlich drauf. Kann sich wiegen. 17,156 Tonnen. So, dann hat man hier eine Halle. Zwei Bunkersilos. Hier kann man hochfahren. Ah, das ist geil. Hier so eine steile Anfahrt. So, dann hat man hier so einen Speicher. Oder was auch immer das sein soll.
Weil das ist wahrscheinlich die Hauptanlage hier mit dem Fermenter hier. Biogasanlage für 775.000 kaufen. Ja. Gar kein Problem. Das Geld habe ich auf jeden Fall. So, hier ist dann... Was ist hier? Hier kriegst du dann wahrscheinlich die Gärreste raus. Ja, hier hast du noch eine Tankstelle. Ein Umspannwerk oder sowas. So. Hier kannst du abkippen. Und wie du abgekippt hast, kannst du dann hier drehen. Und... Steht hier drauf? Achso. Hier kannst du dann rausfahren. So. Fährst hier runter an den Bunkersilos vorbei. Ganz entspannt. Und dann hier drauf. Jetzt ist natürlich die Frage, haben wir Felder zerstören an? Bestimmt. Weil der Kollege jetzt ja natürlich hier auf dem Feld. Warte mal. Dann müssen wir hier jetzt so machen. Und dann müssen wir Job erstellen. Felder bei CP. Feldposition. Bup. So, bup. Ein Vorgewinde für muss generieren. Arbeitsbreite. Aber der da nicht nur 50. Warte mal. So, gut. Das Ding ist halt, ich muss dann für mich halt Fruchtzerstörung ausmachen. Weil ansonsten ist blöd, wenn ich da drüber fahre und dann geht's nicht. Das wäre schlecht. Dann mache ich da nämlich alles kaputt. Wo ist denn das? Fruchtzerstörung. Fruchtzerstörung aus erstmal. Für den Moment. Gut, der macht das hier fleißig. Sehr schön. Und der ist halt unbeschäftigt. So. Ansonsten haben wir aktuell nicht viel zu tun. Natürlich hier die Apfelpaletten. Kann man machen. Kann man aber auch sein lassen. Gute Frage. Nächste Frage. Kann ich die Äpfel hier bei meinem Dings verkaufen? Äpfel. Da. Ja. Wer dann allen Kindergarten? Sichtlich ist Apfelsaftproduktion auch nicht schlecht. Das Bio-Lädle ist halt hinten mit dran, aber bietet halt trotzdem immerhin einen fairen Preis. Ich weiß jetzt auch nicht, wann es da richtig hoch geht. Im Mai. Hm. Aber ich habe jetzt schon mehr als im Mai. Gut, jetzt vielleicht nicht beim Bioledle, aber ansonsten eigentlich schon. Könnt ihr mal hier eine Palette nehmen. Hier vorne hintragen. So. Ist nicht viel, aber immerhin ein bisschen was an Geld. Dürfte jetzt 250 oder so sein. Glaube ich. 250 Euro müssten das sein. 278. So. Aber hänge ich jetzt hier in dem Baum? Genau. Im Endeffekt müssten wir jetzt halt hier mal gucken, wegen einem neuen Baum. Finden wir ja mal schnell. So, also hier die Büsche, das gefällt mir halt irgendwie nicht. Den Büschen ist mir too much. So. Pflanzen. Auf jeden Fall erstmal hier Wiese machen. So. Und dann. Der ist zu groß. Persönlich auch zu groß. Da kann man hier 1, 2 hinpacken. Ich denke, das ist okay. Könnte man vielleicht noch kleine hinmachen, hier sowas. Oder sowas. Ich denke, dann sollte das auf jeden Fall okay sein. Könnte man hier natürlich auch noch Lampen hinmachen, was weiß ich nicht alles, aber
Ach, wofür? So. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Hier können wir nicht unbedingt was machen. Wir müssen halt jetzt wirklich ansehen. Das ist so unfassbar wichtig. Weil wir aktuell nichts haben, wo wir irgendwas tun können. Wir müssen die 55 kalken. Wir müssen dann von hier oben runter und dann das Düngen übernehmen. Ja. Die 54 ist ja auch dann, naja, nicht bald reif, aber hoffentlich dann demnächst. Die 58 könnte man eigentlich auch. So, wir müssen natürlich auch die Wiesen wieder ein bisschen mähen. Das ist auch wieder so eine Sache, dass die immer wieder gemäht werden müssten. Wieso gehe ich eigentlich immer hier? So. Der braucht noch ein bisschen. Der braucht auch noch ein bisschen. Und dann haben wir halt eben nicht genug. Und dann haben wir halt eben nicht genug Traktoren. Das ist halt. So. Dann kann der wieder runter. Und ja. Ich habe jetzt Stroh gekauft für 280. Ich habe vergessen, dass ich die Aufnahme pausiert habe. Und das ist mir jetzt erst aufgefallen. Deswegen, wir werden jetzt den runterschicken. Wir haben jetzt Stroh gekauft für 1700 Euro, 20.000 Liter. Weil die Kühe Stroh brauchen. So. Und deswegen werden wir uns jetzt den John Deere hier schnappen. Den Anhänger. Und dann werden wir den Kälbern und den Kühen Stroh geben. Aber eigentlich auch den Ladewagen nehmen. Da passt mehr rein. Würde ich sagen. Glaube ich, oder? Da passt. Müsste mehr reinpassen. So, 39.000 Liter. Ja, doch, das sollte mehr sein. Als in den. Ja. Wie in den normalen Anhänger. Luzerneheu? Nee. Ich hätte ganz gern Stroh. Stroh. Einfach bitte alles. So viel wie geht. Das hauen wir jetzt nämlich alles da rein in die Anlage und dann ja. Können die wieder in einem weichen Bettchen schlafen. So, die müssten natürlich auch mal wieder ausgemistet werden. Wir hoffen, dass jetzt natürlich die Kühe nicht so viel wollen. Stroh wird hier nicht angenommen. Welche Seite ist das jetzt? Ja, natürlich. 20.000. Das ist ja nichts, Bruder. 20.000 Liter ist ja nichts. Also werden wir jetzt noch mehr Stroh kaufen. Stroh hatten wir hier kaufen. Warte mal. 80.000. So, warte, jetzt muss ich wieder das Ding hier auswählen. 80.000. So, 7.000 Euro. Das geht fit. Gut. Und 700 halt für die Dings, für die Lieferung. Das Ding ist halt, also. So viel Stroh, was dann zu Mist wird. Boah. Ist ja erstmal prinzipiell nicht schlecht. So. Dann geht's ja nochmal ran. Das ist schlecht. So. Gut. Dann nehmen wir nochmal Stroh mit. Wie sieht es mit den anderen aus? Ist der jetzt fertig hier? Bro, das ist doch nicht euer Ernst, Bruder. Der dreht die ganze Zeit hier Kurven. Der dreht die ganze Zeit Kreise hier. Mein Gott, ey, wirklich so ein Müll. Also wirklich. Das kannst du keinem erzählen. So. Und nochmal rein hier. Damit würde ich aber sagen, war es das mit der heutigen Folge. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja. Ansonsten schaltet auf jeden Fall gerne in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, haut rein. Tschüss und ciao.